Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir im Persian LP. Ich muss mich wieder einfinden, habe 2 Tage nicht aufgenommen. Aber es werden wir schon irgendwie schaffen. Ich würde gerne jetzt mal hier hochklettern. Und dann eine Nebenquest starten. Damit wir das auch mal erledigt hätten. Ein paar auf jeden Fall, um dein schönes Level zu erreichen. Das ja nicht ganz so easy ist. Wir sind jetzt Gehilfe. Sind wir noch die Level 1 Stufe. Ich lasse mich nicht von euch umschätzen. Ist dein Reicht, wer die Unruhe Ich sage euch gar nichts. Oh, Herr Memel, wo ist das? Du. Bisher wacht du. So, das hätten wir auch erledigt. Hier darf ich hier rein, oder? Sieht nicht verboten aus. Ah, hier ist das Schild. Hätten wir das auch. Hier würde eine Koop-Aufgabe auf uns warten, aber wir wollen zu dieser schönen Kirche. So. Ja, so viel Geld ist das jetzt auch nicht. Dann lassen wir uns hier reinfallen. Und hier gehen wir rauf. Ich kann irgendwann gerne versuchen zu schauen, irgendwie etwas zu finden, dass ich Koop spielen kann. Ich habe jetzt auch gerade immer so leichte Ruckler. Es gefällt mir überhaupt nicht. Die österreichische Verschwörung. Aber es klingt interessant natürlich für mich als Österreicher. Aber machen wir mal nicht. Ich will das Spiel bis 19. November ausgezockt haben. Mal schauen, ob ich das schaffe, wenn ich auch die Nebenmissionen jetzt immer wieder mache. Aber wird schon irgendwie funktionieren. Wir machen ja nicht jeden Part eine Nebenmission. So, dann synchronisieren wir die Geschichte. Mit der schönen Aussicht. Da ist auch eine kleine Festung. Auf Notre Dame waren wir auch noch nicht. Also auf dem Aussichtspunkt zumindest nicht. So, da sind wir wieder. Wo wollen wir jetzt hin? Bisschen unübersichtlich, das wurde ja schon immer... Ja, kritisiert. Machen wir halt die nächste Kaffeemission. Lass mich doch einfach durch. Ist ja weit genug. Warum will ich es eigentlich bis 19. November schaffen? Weil da Assassin's Creed Syndicate ist. Und ich will Assassin's Creed Syndicate eigentlich vorher hochladen. Vor Unity. Klingt eigenartig, ist aber so. Und nach Unity und Syndicate werde ich entweder Rise Son of Rome spielen oder Assassin's Creed Black Flag. Das wird sich noch rausstellen. Okay, da dürften wir auch ohne Wasser gut drüber kommen. Ja. Perfekt, da müssen wir nicht extra schwimmen. Ja, kletter nicht die Leiter hoch. So, wo ist jetzt der Eingang zum Café?
Komm ich hier rein? Sollte doch passen. Ja. Perfekt. Das ist mein Zimmer. Aber ich will runter. Und nein. Ich würde gerne in den Gärten spazieren mit einem Freund. Ein Freund? Also, aha. Würde ein wahrer Freund wollen, dass du deine Pflichten verletzt und deine Arbeit riskierst? Wohl eher nicht. Nein, sicher nicht. So, ich denke, das Feuer in den Öfen muss geschürt werden. Oui, Monsieur. Dann leg mal los. Ach, sei nicht so streng. Okay, die kann ich mir sowieso nicht leisten. Also gehen wir zur Aufgabe. Guten Morgen, mein Herr. Tachchen. Alles klar, tut mir leid, dass du nicht darfst. So ein Spießer. An die geheimnisvollen Herren, die unlängst die Leibgarde des Königs am Palais de Tuileries. So. Einer unserer Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmagd an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Er hat Frankreich verlassen. Neues Ziel, den Wirt finden. Ach du Scheiße. 800 Meter. Dann nehmen wir lieber mal die Brücke. Komm mal einen Moment hierher. Bist du ein Royalist? Was wollt ihr von mir? Ich glaube... Was geschieht hier? Das passiert, wenn ihr euch da so aufmümpfig hergibt. Ich bin der Rächer. Hab ich auch was. Was ist denn das für ein Symbol? Ach, das sind irgendwelche Aufgaben. Ach, du musst gar nichts. Weil ihr sowieso viel zu langsam seid. Und wir? Ah, da. Nicht durchs Wasser. Das Wasser ist es zu anstrengend. Hallöchen. Ganz gemütlich, Leute. Du da! Stehen bleiben! Willst du wirklich ein Problem? Ich glaube, dass... Ich zeig dir, wer hier die verdammten Hosen anhat. Ich glaube, das würde nicht gut enden mit dir. Okay. Er hat's kapiert. Er hat es kapiert. Immerhin. Wie viele sind denn da? Komm hier rüber! Ach komm, halt die Klappe. Hier sind viele Unruhestifter unterwegs. Und viel in Aufruhr natürlich. Oh, wie viel hier los ist. Hier biegt sicher nach rechts ab, perfekt. Manche haben dann wieder überhaupt keinen Stress mit mir. So. Dass wir so eine gute Condi haben. Ist aber auch wieder nicht das beste Viertel hier. Ah, hier ist einer der Hauptquests auch in der Nähe. Aber die machen wir ja nicht. Wie weit sind die weg?
sieht man sie wieder nicht. 98 Meter. Das wäre ja mal nicht weit weg. Aber uns ist das mal egal. Ich wollte dich einfach hier hoch. Was gibt es so Wichtiges, Sommer? Diese verfluchte Küchenmarkt. Claude sah, wie sie einen Zettel unter einen losen Stein versteckt. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Sie schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst. Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Sie wusste von Renard. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spionin. Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Nee, das tust du eher nicht, mein Freund. Genau so läuft das hier in Paris. Und jetzt sprechen wir der guten Dame, die nicht weit weg ist. Haut ab. Renn nicht weg! Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die Eingeweide raus... Du gemächtigster! Na, jetzt habe ich eine neue Waffe auch noch zusätzlich. Die sollte ein bisschen mehr abziehen. Ja. Ihr seht hier was Unangenehmes. Que voulez-vous exactement, citoyen? Halt! Warum so eilig, mein Freund? Nur so. Gemäßigter! Er hat dich erwischt. Luther, da bist du! So. Holde Markt. Madame, ich bin da. Ihr wurdet enttarnt und müsst von hier verschwinden. So, das hätten wir geschafft. Vielleicht hat da wer Medizin dabei. Bisschen Wachs. So viel war das jetzt nicht zu tun. So. Das hätten wir auch geschafft. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal mit der Hauptquest wieder. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Euer Pazian LP. Tschü, Leute.